Planet Sicher. Sie sind die Frau Gisela Lücke-Wegmann und sind die Versammlungsleiterin hier. Ich habe die Versammlung angemeldet, weil ich es einfach leid bin, die Straße und den Obermarkt und Untermarkt aus Murnau denen zu überlassen, die sich nicht impfen lassen wollen, die aus Überzeugung oder aus falsch verstandenem Egoismus sich nicht impfen lassen wollen. Und darum habe ich die Versammlung angemeldet, eine richtig angemeldete Versammlung bei der Polizei und bei dem Landratsamt. Und nicht, ich habe keinen Spaziergang organisiert, sondern eine richtige Veranstaltung. Ja, das stimmt. Und wenn jetzt von den Pflegekräften jemand sagt, das ist so als Argument, das ist mein Körper, ich möchte mich nicht impfen lassen, weil sie vielleicht Angst haben vor Nebenwirkungen und so weiter, was sagen Sie denen? Den sage ich, sie möchten sich an seriöse Medien wenden, seriösen Wissenschaftlern glauben, sich richtig informieren bei den richtigen Medien, dann werden sie auch überzeugt sein, dass sie sich impfen lassen. Haben Sie schon mal mitbekommen, dass auch die Medien falsch berichtet haben, beziehungsweise dass die früher seriöser berichtet haben, indem sie gesagt haben, es gab geschmierte Politiker und so weiter, wie zum Beispiel damals bei der Schweinegrippe? Nein, es ist mir nicht aufgefallen. Kann ich nicht bestätigen. Wissen Sie, die Schweinegrippe war 2009. Wissen Sie, dass damals die Schlafkrankheit entstanden ist, die sogenannte Narkolepsie durch diesen Impfstoff, der damals verimpft wurde? Nein, das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht, weil es mich jetzt nur interessiert, was im Moment ist, was 2009 war, muss ich Ihnen sagen, das ist aus meinem Gedächtnis verschwunden. Na, also wenn die Forscher sagen, dass es eigentlich keine Nebenwirkungen gibt, wieso wollen die nun wissen, dass es welche geben sollte? Aus dem Grund, dass es ja schon frühere Impfstoffe gab, die Nebenwirkungen gehabt haben, so wie bei der Schweinegrippe zum Beispiel. Da gab es dann die Narkolepsie, das ist eine sogenannte Schlafkrankheit. Haben Sie da keine Angst davor, dass das irgendwann mal sein könnte, weil einfach diese Langzeitstudien fehlen? Ja, solange es nur die Schlafkrankheit ist, ist das ja nicht problematisch. Es ist aber so, dass die Leute dann, auch die Berufstätigen, untertags einschlafen. Finden Sie das nicht schlimm? Naja, eigentlich nicht. Also ich denke mal, das wäre so schlimm nicht. Weil das haben ja die Forscher auch noch gar nicht rausgefunden. Was ist heute passiert da bei der, weil jetzt alle so ein bisschen versprengt sind, ist heute das ein bisschen auseinandergegangen. Was ist denn da gewesen heute? Ja, also ich war unten im Ort spazieren, beziehungsweise umeinander bummeln. Und dann haben wir eben, trifft man natürlich Bekannte. Und dann sind wir zu viert, zu fünft, sind wir beieinander gestanden. Dann haben wir ein religiöses Lied gesungen. Dann sind die von der Polizei hergekommen und haben gesagt, wir sollen mal da raufgehen ins Kurgästehaus, da ist unsere Versammlung. Dann habe ich gesagt, ich habe überhaupt kein Interesse an einer Versammlung. Ich bin einfach nur heute hier, weil es ein Tanzabend ist und ein bisschen Gesellschaft suche. Und dann sind andere Polizisten dazugekommen und haben gesagt, wir sollen gefälligst da weggehen und da raufkommen zum Kulturzentrum. Und wenn wir das jetzt nicht gleich machen, dann kriegen wir einen Platzverweis. Ich habe mehrmals gefragt, was die Begründung wäre. Und da habe ich keine Antwort darauf gekriegt. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause und ziemlich frustriert. Und ich habe mich vorhin unten im Ort mit Leuten unterhalten, die Impfbefürworter oder die sich als Impfbefürworter zu erkennen gegeben haben. Und ich bin jemand, ich suche das Gespräch mit allen. Und möchte einfach hinterfragen, beziehungsweise möchte mir eine breit gefächerte Meinung bilden. Und das ist anscheinend nicht gewünscht. Und für mich stellt sich die Frage, warum ist das nicht gewünscht? Und Fragen über Fragen. Und dass man jetzt hier in Murnau als Schwerverbrecher behandelt wird, das ist schon sehr seltsam. Sehr seltsam. Und ich hoffe, dass die Leute wieder ins Gespräch miteinander kommen. Danke. Wollte ich als Unbeteiligter auf die Bank gehen und Geld abheben. Bin in der Seitengasse runtergegangen auf dem Marktplatz
und wurde von einer Polizeistreife mit zwei Mann aufgehalten und man hat mir verweigert, in die Bank zu gehen, ja, und Geld abzuholen. Daraufhin habe ich gesagt, ich würde auch das Angebot machen, man könnte mich begleiten, die Bank, dass ich nicht zur Demonstration gehöre. Das wurde abgelehnt und erst als ich wieder einen anderen Gang zu wieder anderen Polizisten das glaubhaft gemacht habe, dass ich auf die Bank möchte, ja, ist es mir erst erlaubt worden, in die Fußgängerzone zu gehen und dort das Geld abzuholen. Otto Baronki, ÖV, war 12 Jahre Mitglied im Kreistag von Garmisch-Partenkirchen, 7 Jahre auch in der Unfallklinik, darum bin ich jetzt auch hergekommen, zwei Perioden auch im Klinikumausschuss von Garmisch-Partenkirchen. Und mein Anliegen ist halt, dass wir uns nicht gegenseitig zerteilen in der Bevölkerung, sondern dass jeder Bürger das Recht hat, speziell bei so einem Impfstoff, der sehr kurz auf dem Markt ist und der nur bedingte Zulassung hat, in den USA heißt Notfallzulassung, ist, denke ich, präziser ausgedrückt, dass jeder Bürger sich frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und dass jeder das nach einer individuellen Impf-Nutzen-Risiko-Analyse, vielleicht auch mit seinem Hausarzt abgeklärt, sich entscheidet für eine Impfung oder dagegen. Und das, denke ich, sollte möglich sein. Und es gibt insgesamt auf der Welt, habe ich nachgeschaut, 3 Länder, wo es eine Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht gibt, die man jetzt in Deutschland anstrebt, in Österreich schon beschlossen hat, aber noch nicht umgesetzt hat. Und das ist der Vatikan, Tadschikistan und Turkmenistan. Und der Rest hat das bisher nicht vor und ich denke, wir sollten es auch versuchen, in Deutschland zu verhindern, dass jeder eben selber frei entscheiden darf. Was glauben Sie, dass das überhaupt durchsetzbar ist, das Ganze? Oder wir wahrscheinlich schätzen Sie das ein, dass das überhaupt möglich ist, eine Impfpflicht in Deutschland einzuführen? Ja, ich denke, möglich ist. Die Frage ist halt, ob es die Gerichte dann nachher sanktionieren oder wieder aufheben. Und die Gefahr ist halt, wenn man es jetzt für Berufsgruppen umsetzt, auch wieder mit einem bedingt zugelassenen Impfstoff, dass wenn man es halt bei den Berufsgruppen, denke ich, durchkriegt, dann wird man es auch als allgemeine Impfpflicht wahrscheinlich leichter durchkriegen. Darum stehe ich halt auch da. Obwohl es mir jetzt persönlich diese berufsgruppenbezogene Impfpflicht noch nicht betrifft und ich bin selbstständig, ist mir ein Anliegen, dass einfach jeder in den Kliniken frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich bin eigentlich ein Geimpfter, aber ich finde es halt nicht in Ordnung, dass die Leute untereinander so auseinanderdividiert werden. Ich finde das unfair. Ich finde das zum Teil bösartig, wie die Leute auch in den Firmen aufeinander schon losgehen. Nur weil einer sagt, ich will jetzt die Impfung nicht, weil ich der nicht vertraue oder ich will das nicht für meine Kinder. Und weil ich meinen Kindern ja das auch nicht antun will, gehe ich als gutes Beispiel voran. Und wenn ich eine normale körperliche Konstitution habe, dann schaffe ich das auch und dann komme ich auch nicht in die Verlegenheit, dass ich auf die Intensivstation muss. Und wenn man jetzt schaut, was auf die Intensivstation ankommt, die ganzen quasi Adipösen, die sollten sich alle impfen lassen. Die älteren Leute sollten sich impfen lassen, aber nicht jetzt für einen jungen, gesunden Menschen wie Schüler, die sowieso jeden Tag getestet werden, die gar nichts in die Schule einbringen. Und wenn sie es einbringen, werden sie ja gleich aus dem Verkehr gezogen und in Quarantäne geschickt. Warum soll man diese Kinder, denen ja nichts fehlt, wie ich es in der eigenen Familie gehabt habe, das ist, den Kindern fehlt nichts. Warum sollen jetzt die Kinder das Risiko der Impfung tragen für die Älteren und quasi adipösen Erwachsenen? Ich finde es nicht in Ordnung. Sie sind jetzt eigentlich ja auch noch nicht so alt und sind sehr schlank. Haben Sie selber Bedenken, oder? Ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Bedenken. Ich habe mich ja impfen lassen, weil es ja geschäftlich schon gar nicht mehr anders ging. Du kannst ja nirgends nein. Die anderen sagen, du bist ein Risiko, dann darfst du nicht nein. Und das ist für mich ja falsch. Wenn, dann werden alle getestet und dann werden auch die Inzidenzzahlen stimmen und zwar auch für die Geimpften. Und so darf ich das sehen. Also ohne alle zu testen, braucht man sowas gar nicht anfangen.